Marco und ich waren seit 9 Jahren verheiratet. Das Einzige, was uns zu unserem Glück fehlte, war ein Kind. Aber obwohl wir verschiedene Ärzte konsultiert hatten, warteten wir vergebens. Als ich nun eines Tages erfuhr, dass ich endlich schwanger bin, war meine Freude grenzenlos. Meine Mutter und meine Schwester freuten sich ausgelassen mit mir. Die Ärmsten. Sie waren richtig erleichtert. Jahrelang war ich ihnen mit meinem Wunsch, ein Kind zu bekommen, auf die Nerven gegangen. Marcos Familie nahm die Nachricht auch freudig auf. Außer meiner Schwiegermutter, der es nach wie vor nicht gelang, ihre Eifersucht zu verbergen. Sie warf mir vor, dass Marco unter unserer Kinderlosigkeit immer sehr gelitten habe. Diese Bösartigkeit traf mich sehr tief. Aber sonst fühlte ich mich wie in die erste Zeit unserer Ehe zurückversetzt. Die Beziehung zwischen Marco und mir war wieder intensiver geworden. Wir waren glücklich wie in unseren Flitterwochen. Alles war so unglaublich schön, dass ich fast schon wieder Angst bekam. Durch diese neue Situation bekam ich auch in meinem Beruf als Kinderpsychologin eine Kraft und eine innere Sicherheit, wie ich sie zuvor nie hatte und die mich die schwierigsten Probleme bewältigen ließ. Aber dann eines Nachts sollte plötzlich alles vorbei sein. Eine Fehlgeburt, wie die Ärzte sachlich feststellten. Für mich lag in diesem Wort das Ende meines Glücks und der Beginn meines Elends. Alles, was dann kam, war nichts als ein verzweifelter Versuch, meine Schmerzen zu betäuben. Ich fiel in ein tiefes Loch und fing zu trinken an. Anfangs versetzte mich der Alkohol in einen Zustand der Betäubung, der mir meine Qualen erträglich machte. Irgendwann merkte ich, dass ich ohne nicht mehr auskam. Wenn ich nicht trank, wurde ich von Albträumen und tiefen Depressionen gepeinigt. Ich war auf dem besten Wege, mich selbst zu zerstören. Marco überredete mich, in eine Klinik zu gehen, um eine Entziehungskur zu machen. Das sind gute Ärzte, Spezialisten, die dir helfen können, wieder gesund zu werden, sagte er. Ich hatte nicht die Kraft, mich dagegen zu wehren. Die Tage in dieser Klinik waren entsetzlich. Ein Horror. Sinnlose Gespräche mit dem Psychotherapeuten. Psychopharmaka, die meinen Zustand nicht besserten, mich nur apathischer und hilfloser machten. Ich war mehr denn je meinen Albträumen und Depressionen ausgesetzt. Langsam wurde mir klar, dass mir in der Klinik nicht geholfen werden konnte. Um wieder gesund zu werden, musste ich meine Probleme selbst in die Hand nehmen. Meinen ganzen Überlebenswillen und meine ganze Kraft aufbieten. Allein, ohne fremde Hilfe. Ich stahl also einen Arztkittel und, noch ganz benommen von dem Psychopharmaka, flüchtete ich aus der Klinik. Guten Abend. Wohin wollen Sie? Na, Signora, was ist denn? Fühlen Sie sich nicht wohl? Ja. Nein, fahren Sie mich in die Villa della Longara. Was machst du denn hier? Ich habe auf dich gewartet.
Trink. Das wird dir gut tun. Danke. Ach, Linda, möchtest du auch was? Ein Taxi, bitte. Ja, rufe ich dir sofort. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich dich nicht runterbringe. Aber ich bitte dich. Ein Taxi, bitte, Via Lungara 32. Ich bin doch ein Schwachkopf, ich habe euch nicht mal vorgestellt. Das ist der Linda. Chiara, freut mich. Taxi 5 in 3 Minuten. Danke. Es kommt sofort. Bemühe dich nicht, ich kenne ja den... Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin gleich wieder hier. Linda, entschuldige, aber das ist eine ganz liebe Freundin, die große Probleme hat. Das habe ich längst kapiert. Ich rufe dich morgen an. Wann du willst. Nun, Chiara, was ist passiert? Ich bin abgehauen. Und du meinst, das war richtig? Ja, ich bin überzeugt davon. Was ich brauche, sind keine Psychopharmaka. Und genau betrachtet bestand ihre Behandlung hauptsächlich darin. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich kann mir nur selbst helfen. Und das Wichtigste dabei ist, dass ich den Willen habe, es zu tun. Bitte glaub mir, Paolo. Da drinnen eingesperrt zu sein, schadet mir mehr, als es mir nützt. Sicher. Aber da ist ein Problem. Dass ich wieder trinke? Nein. Das schwöre ich dir, damit werde ich nicht wieder anfangen. Ich habe sehr bitter erfahren müssen, dass das zu nichts führt. Ich frage mich nur, wie Marco reagiert. Für ihn war diese Anstalt die einzige Lösung. Ach, Marco. Die Klinik hat ihn ja bestimmt schon angerufen. Der wird ja verrückt vor Sorge. Er wird überall nach dir suchen. Wir müssen ihm Bescheid sagen. Marco. Marco. Nein, ich habe Angst, ruf du ihn an. Ich? Ja, überzeug ihn davon, dass er mir vertrauen muss und mich nicht wieder zurückschickt. Bitte, Paolo. Ich versuch's. Ich kann nur hoffen, dass er keine falschen Schlüsse daraus zieht, dass du zu mir gekommen bist. Hallo? Wer ist da, Paolo? Ja, was gibt's denn? Warum rufst du mich noch so spät an? Was? Nein, Moment mal, noch mal von vorn. Aus der Klinik? Nein, überhaupt nichts. Was sollten Sie mir denn sagen? Chiara ist abgehauen. Chiara, was soll das heißen, abgehauen? Wo ist sie? Reg dich nicht auf, es ist nichts passiert. Sie ist hier bei mir. Sie ist bei dir? Aber warum kommt sie nicht nach Hause? Weil sie Angst hat, dass du sie nicht verstehst. Angst, dass ich sie nicht verstehe? Das ist doch Unsinn. Ich komme jetzt und hol sie ab. Nein, warte, das ist nicht nötig, dass du kommst. Marco, ich bin's. Chiara. Ich bin ziemlich fertig. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Ist dir überhaupt klar, was du getan hast? Ja, natürlich, völlig. Sei mir bitte nicht böse. Was redest du da? Warum sollte ich dir denn böse sein? Aber ich mache mir Sorgen. Musstest du denn aus der Klinik ausreißen? Noch dazu in der Nacht. Wir hätten doch darüber reden können und uns gemeinsam entscheiden. Glaubst du, ich verstehe dich nicht? Nein, wie solltest du mich verstehen können? Du denkst, dass ich was Dummes getan habe, nicht? Aber noch länger da drin wäre ich umgekommen. Jetzt weiß ich, ich schaffe es allein. Aber du musst mir glauben und mir Vertrauen schenken. Du setzt immer deinen Kopf durch, hm? Na gut. Du weißt, ich würde immer alles für dich tun. Das darfst du niemals vergessen. Vertrau auch du mir. Ich will doch nur meine Chiara wieder haben, so wie sie mal war. Dann verlieren wir kein Wort mehr darüber, ja? Und morgen, wenn ich dann nach Hause komme, soll der Tag wie jeder andere sein. So, als wäre nichts passiert. Versprichst du mir das? Ich weiß, dass es weder für dich noch für mich leicht sein wird. Aber zusammen schaffen wir es. Erinnerst du dich noch? Wir haben immer gesagt, dass wir anders sind als die anderen. Vielleicht können wir das jetzt beweisen. Ich liebe dich, Chiara. Ich dich auch, Marco. Ich werde es schaffen. Ich schaffe es.
Bitte, du musst dir von ihm helfen lassen, Chiara. Du hast ihn sowieso zu sehr aus deinem Leben ausgeschlossen, weil du immer glaubst, dass du alles allein lösen kannst. Aber man kann so schwere Dinge nicht alleine lösen. Zumindest nicht ganz. Ich bin nun mal so. Ich hasse die Rolle der weinerlichen, hilflosen Frau. Ich will für niemanden eine Last sein. Nichts kränkt mich mehr, als wenn ich im Blick der anderen sehe, dass ich ihnen leid tue. Oder noch schlimmer, dass ich ihnen auf die Nerven gehe. Was rede ich da? Das auch noch zu dir, nachdem ich dich einfach so überfallen habe. Diese Linda wird mir das ihr Leben lang nicht verzeihen. Aber ich fühlte mich so allein und war so verzweifelt. Und ich wusste, dass du mir keine Vorwürfe machen würdest. Wohin gehst du? Ein Bett für dich beziehen. Mach dir keine Umstände, ich schlafe auf dem Sofa. Eine Wolldecke reicht. Und Linda, was ist mit ihr? Tja, das wollte ich heute Abend versuchen herauszufinden. Aber dann bist du dazwischen gekommen. Marco, solltest du nicht längst in der Agentur sein? Ich bin schon auf dem Weg. Ich wollte mich nur vergewissern, ob du noch irgendetwas brauchst. Wie du siehst, geht es mir hervorragend. Alles in Ordnung. Das freut mich. Ich rufe dich dann später an. Das hast du doch sonst nie getan. Also bitte jetzt auch nicht. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Es soll ein Tag wie jeder andere sein. Und wenn du heute Abend nach Hause kommst, soll es ein Abend wie jeder andere sein. Nur so kannst du mir helfen. Missverstehe das bitte nicht, Marco. Dann bis heute Abend. Ich habe es sogar geschafft, im Vertrag die Klausel unterzubringen, dass sie die Leistungen meiner Agentur auch in den nächsten 3 Jahren in Anspruch nehmen müssen. Nicht schlecht, was? Das Marketing der Cartland hat sich einen tollen Namen ausgedacht. River. Wirklich wahnsinnig originell. Da packt mich nicht gerade der Kaufrausch. Hm. Und wir sollen die Werbekampagne übernehmen. Wir haben freie Hand, solange wir die Auftraggeber finden, dass Slogan und Substanz eine unwiderstehliche Kaufmotivation bewirken. Also hier ist kein kreativer Geist gefragt, sondern nur ein wahrer Wundertäter. Aber bei der Schwemme von solchen Produkten auf dem Markt würde sogar der liebe Gott das Handtuch werfen. Dann ist der Fall gestorben. Ich lasse den Auftrag sausen. Bitte nicht. Unmögliche Aufgaben haben mich schon immer gereizt. Eine unwiderstehliche Kaufmotivation. Das wollen Sie und das sollen Sie kriegen. Du schaffst es. Für eine unmögliche Aufgabe braucht man eben besonderes Talent. Deswegen hast du mich engagiert. Ja, und ich denke, dass ich mich nicht geirrt habe. Prima. Bea? Ja, bitte? Haben Sie meiner Mutter die Blumen geschickt? Längst erledigt. Wunderbar. Ihre Frau ist schon da. Danke. Hallo, guten Tag. Du kommst zu spät. 20 Minuten, um genau zu sein. Entschuldige, Mama. Deine Frau ist auch gerade erst gekommen. Anscheinend gehören die guten Manieren nicht zu euren Gepflogenheiten. Theresa, wir haben uns hier versammelt, um deinen Geburtstag zu feiern und nicht, um dich meckern zu hören. Einen Tag könntest du uns doch verschonen, oh, oder? Oh, die ist ja wunderschön. Genau so eine habe ich mir immer gewünscht. Danke. Geht's dir auch wirklich gut, Mama? Mir ist es nie besser gegangen. Ich weiß nicht, wann du mal jemanden einen Kuss gegeben hast. Nicht für mich, danke. Stell dich doch nicht so an wegen einem Glas Champagner. Bis vor kurzem hast du nicht genug davon bekommen können. Mama, hör auf damit, ich bitte dich. Wieso? Was habe ich gesagt? Ach, nichts, was mich noch verletzen könnte. Mit meinen Problemen bin ich über den Berg. Ich glaube, ich kann mir ein Schlückchen schon wieder leisten. Gibst du mir bitte ein Glas? Gern. So gelöst warst du schon lange nicht mehr. Am liebsten wäre ich vorhin aufgestanden und hätte dich in die Arme genommen. Ich glaube, du hast es geschafft.
Ich hoffe, aber ich will dich nicht enttäuschen. Du musst mir noch etwas Zeit geben. Was hast du heute noch vor? Willst du denn nicht... Nein, heute ist Schluss mit der Agentur. Ich habe mir freigegeben. Ich wollte mit dir zusammen sein. Das Essen ist serviert. Na, reißt euch los und kommt. Sonst wird doch alles kalt. Ja, schnell, schnell, bevor das Essen kalt und die Gastgeberin sauer wird. Richtig, eigentlich hat sie schon Entzugserscheinungen. Selbst die Philippinin hat noch nichts angestellt. Heute hat sie wirklich Pech, die arme Mama. Ist es denn wirklich so dringend? Kann sich nicht Ricci oder Coletti drum kümmern? Gut, Bea, richten Sie aus, dass ich mich sofort auf den Weg mache. Sonst noch was? Na, wie war's denn gestern? Guten Tag. Kennen wir uns nicht? Ich bin der Vater von Mammut, dem Bären aus dem Comics. Erinnerst du dich? Nein, du hast es vergessen. Du bist der Freund von Paolo, Andrea. Ja. Wir waren doch verabredet, oder? Wir waren verabredet? Wir? Das ist mein Mann, Marco. Andrea Onelli. Hm. Langsam habe ich den Eindruck, als bringe ich momentan Uhrzeit und Person etwas durcheinander. Ich sollte mich hier um 4 Uhr mit deiner Schwester treffen. Ja, und auch mit einem gewissen Giorgio. Aber du heißt doch Marco, oder? Mhm. Und du weißt natürlich von gar nichts. Mhm. Nein. Und es ist schon nach 4. Schwester! Hey. Chiara! Schön, dich hier zu sehen. Ciao. Ciao, Marco. Euch habe ich ja schon so lange nicht mehr gesehen. Ihr seht gut aus, ja. Ihr kennt euch schon, oder? Mhm. Und hier, das ist Giorgio Ventura. Er interessiert sich für Immobilien und seit einigen Wochen auch für mich. Das ist Marco, das ist Andrea, der uns das Haus zeigt. Und das ist Chiara, meine allerliebste Schwester. Naja, sie ist ja auch die Einzige, die ich habe. Endlich wird mir alles klar. Du bist zufällig hier und wusstest von nichts. Aber wovon denn? Okay, ich werde euch das Ganze kurz erklären. Lustig. Entschuldigen Sie, meine Herrschaften. Darf ich Ihnen etwas bringen? Nein, danke, nein. Sonst wird es zu spät. Gut. Wohin wollt ihr denn? An den See. Kurze Erklärung. Also, Andreas Onkel hat ein Haus, das er verkaufen will. Er hat es Paolo gesagt, Paolo hat es mir gesagt und ich zu Giorgio. Und jetzt fahren wir hin, um zu sehen, ob es ein Schnäppchen ist. Wollt ihr nicht auch mitkommen? Das würde mir Spaß machen, aber ich muss leider noch mal in die Agentur. Ich habe einen wichtigen Termin. Na wunderbar, du gehst an die Arbeit und Chiara kauft das Haus. Ja. Los auf, bevor es dunkel wird. Es macht dir doch nichts aus. Aber nein, also bis später zu Hause. Und viel Spaß. Gehen wir? Ich muss jetzt leider gehen. In der Küche steht alles bereit. Guten Tag. Ah, da ist ja die Signora. Alles ist fertig. Sie brauchen es nur noch aufzuwärmen. Danke. Guten Nacht. Bis morgen. Chiara, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es war furchtbar viel Verkehr. Schade, dass du nicht mitgekommen bist. Ein wunderschönes Haus direkt am See. Es hätte dir bestimmt gefallen. Es liegt ungefähr eine Stunde entfernt. Oh, habe ich mich beeilt. Das Haus ist ein Traum, obwohl es klein ist. Nur von Bäumen und Grün umgeben bis zum Seeufer und dazu noch ein kleiner Privatstrand. Es ist so wunderschön, dass ich es kaum beschreiben kann. Gibst du mir eine Zigarette? Hm. Anscheinend hat es dir sehr gefallen. Ja, Andreas Onkel verkauft es für die Hälfte des Marktwertes. Giorgio sagt ein Glücksfall. Ist der Onkel von Andrea nicht mehr ganz beieinander? Nein, aber er ist ein Spieler und braucht auf die Schnelle Geld. Hm. Wäre es eine Investition? Ja, das glaube ich schon. Aber Marco, wir brauchen kein Häuschen am See. Außerdem wäre es wieder eine neue Belastung. Du hast doch gerade deine Schulden für die Agentur abbezahlt. Man kann ja wieder Schulden machen, dafür sind die Banken da. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Du sagst doch, es ist ein Geschäft, oder? Mhm. Und dass es dir gefällt. Ja. Also dann? Ich habe das Gefühl, in der Küche brennt dir was an. Oh, jedes Fleisch. Na, was ist dir denn Schreckliches passiert? Auf angebranntes Gulasch hast du wohl keinen Appetit. Wenn du mich isst. Guten Morgen. Guten Morgen, Signore. Schon so fleißig? Ich brüte schon an diesem Tisch, seitdem du mir dieses Ei gelegt hast.
Warst du etwa die ganze Nacht hier? Hab aber keine Angst, ich stell dir keine Überstunden in Rechnung. Du siehst gar nicht müde aus. Im Gegenteil, so wie jemand, dem was Tolles eingefallen ist. Das hoffe ich auch, sofern ich von Bea die Daten kriege, die ich brauche. Wir besprechen das dann am Nachmittag. Nein, sprechen wir morgen darüber. Am Nachmittag muss ich fort. Ei, ei, Chef. Also dann. Da ist er ja endlich. Marco, hier sind wir. Auf zum Paradies. Aber wir fahren nur aus Neugier. Hast du schon gesagt. Aber die Sache hat einen Haken. Es wird dir gefallen. Ciao. Ciao. Ich dachte schon, du würdest es nicht mehr finden. Nein, es war ganz einfach. Fahr mir nach. Und die romantische Lage. Gefällt's dir? Ja. Es ist traumhaft schön. Finde ich auch. Musst du doch zugeben. Ein wirklich verzauberter Ort. In Vollmondnächten versammeln sich hier wunderschöne Seejungfrauen. Ob es ihnen was ausmacht, wenn ich auch hier bin? Aber nein, die sind ganz lieb und immer fröhlich. Und Glück bringen sie dir auch. Deinem Onkel haben sie aber nicht so viel Glück gebracht. Ja, aber das war nicht ihre Schuld. Sie sind freundlich und sehr intelligent. Wenn aber jemand auf Pferde setzt, wenden sie sich mit Grausen. Schau der See, direkt vorm Haus. Gefällt mir. Jetzt sehen wir uns mal das Haus an. Aber Vorsicht, vielleicht hockt da drin ein Wassermann. Ich habe keine Angst. Komm, Marco. Was ist denn da noch? Wenn es wieder hergerichtet ist, ist es ein Schmuckstück. Danke. Na und, wie findest du es? Es ist noch viel schöner, als du es beschrieben hast. Ich bin verzaubert. Es freut mich, wenn es dir gefällt. Ich hätte eine Menge Ideen, wie man es gemütlich einrichten könnte. Marco, willst du dir nicht den Rest anschauen? Klar, obwohl es nicht mehr nötig wäre. Oben ist noch ein Schlafzimmer und ein kleines Bad. Schön, gehen wir hoch. Ich glaube, er hat sich schon entschlossen. Bist du sicher, dass wir nicht reinfahren? Also, wenn Marco es nicht kauft, dann kaufe ich es. Mein Gott, wie herrlich. Es ist, als ob man den See im Haus hat. Und du, Giorgio, was hältst du davon? Was rät uns denn der Fachmann? Tja, ich habe schon zu Chiara gesagt, ich finde, es ist eine richtige Gelegenheit. Es ist in gutem Zustand, nicht die Spur von Feuchtigkeit. Ich meine, dass es solide gebaut ist. Mein Onkel hat es vor 2 Jahren renovieren lassen. Eigentlich könnte man gleich hier einziehen. Ja, schon, aber es fehlt noch die persönliche Note. Wahrscheinlich nur ein paar Kleinigkeiten, eine andere Farbe oder vielleicht ein paar andere Möbel. Also, Chiara, wenn ich dir damit eine Freude machen kann, du dich hier nicht so einsam fühlst und du Lust hast, hier mal im Sommer oder an den Wochenenden zu sein. Hier würde ich es auch das ganze Jahr aushalten. Dann kaufen wir es doch. Wenn ihr wollt, kümmere ich mich um den Kaufvertrag und alles andere. Gratis, versteht sich. Der Preis ist doch noch derselbe, hm? Aber klar, den hat mein Onkel festgesetzt. Und wenn er schon nicht rechnen kann, finde ich besser, einen Freund kriegst und nicht irgendein Fremder. Es soll auf Chiaras Namen laufen. Es wird nie wieder vorkommen, wenn du es nicht auch willst. Ich wollte doch keine Belohnung für das Haus haben. Tut mir leid. Es ist wirklich nicht deine Schuld. Wahrscheinlich auch nicht meine. Ich versuche nur, mich selbst wiederzufinden. Aber das ist so schwer. Es ist, als wäre ich in deiner Glaswand. In mir ist alles so leer. Mir fehlt das innere Gleichgewicht.
auch die Gefühle. Ich empfinde weder Freude noch Schmerz. Das Einzige, was ich noch spüre, ist meine Liebe zu dir. Ich liebe dich, Marco. Und ich will dich auch. Und dann macht es in mir einen Klick. Die Wahrheit ist, ich fühle mich nicht wohl in diesem nutzlosen, unfruchtbaren Körper. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ob das eine so gute Idee war? Das frage ich mich eigentlich auch. Dieses Haus wird mir helfen. Als ich es zum ersten Mal betrat, fühlte ich mich um 10 Jahre zurückversetzt. Das gleiche Gefühl von Sicherheit, das dieses Haus auf mich ausstrahlte, als Marco es mir zum ersten Mal zeigte. Aber das Wichtigste von allem ist, dass ich endlich wieder etwas empfunden habe. Ich werde dort zu mir kommen. So ganz allein? Marco kommt doch jedes Wochenende raus. Und außerdem ist es doch gar nicht so weit ab vom Schuss. Ich kann jederzeit reinfahren. Das solltest du auch mitnehmen. Am See ist es kalt. Wenn du meinst. Also mir gefällt das nicht. Was? Chiara, seit Monaten machst du dir das Leben schwer, nimmst dich ganz auseinander. Wie ein böses kleines Mädchen, das seine Puppe aufreißt, um nachzusehen, was drin ist. Du meinst, dass das Haus eine Flucht ist, hm? Da irrst du dich. Für mich ist das eine neue Aufgabe, eine Beschäftigung, die mich begeistert. Etwas, das nur mir gehört. Vielleicht, solange es neu ist. Aber das reicht dir nicht. Bestimmt reicht es dir nicht. Darüber solltest du dir doch im Klaren sein. Je eher, desto besser. Ist denn Marco auch mit allem einverstanden? Ach, Mama, du änderst dich nie. Der Markt ist eine Droge. Die Werbung macht die Hausfrau süchtig. Und ein Waschmittel wäscht weißer als das andere. Preisausschreiben mit Wecker, Tischdecken, Minicomputer. Millionen werden dafür ausgegeben. So ist es. Vom Waschmittel erwartet man die reinsten Wunder. Waschkraft ist heutzutage ein Zauberwort. Träume werden wahr. Tja, leider will die Kartland von solchen Strategien Abstand nehmen. Und deshalb lehnt sie auch Preisausschreiben und aufdringliche Geschenkgutscheine ab. Mach bitte weiter. Wir sollten die River-Konsumentin als eine sehr erfolgreiche Karriere vorpräsentieren. Eine wirklich umwerfende Erscheinung. Kultiviert, elegant, in einem wunderschönen Haus lebend. Ist so ein Image nicht irgendwie einschüchternd? Viel zu raffiniert und auch unglaubwürdig? Wieso? Findest du es etwa überzeugender, wenn die Ehemänner mit schmutzigen Hemdkrägen durch die Gegend laufen? Oder wenn die herumtobenden Gören total verdreckt nach Hause kommen und dann in die vor Schmutz verkrustete Badewanne steigen? Die werbehörige Hausfrau bekommt Schuldgefühle. Sie identifiziert sich mit diesem schmuddeligen Spot. Warum sollte sie sich nicht mal mit einem klugen, schicken Image identifizieren? Eine optimistische, bahnbrechende Idee. Warum nicht? Wir werden es herausfinden. Vielleicht haben wir Glück. Ja? Ja, sie soll reinkommen. Weißt du, was mir einfällt? River müsste eigentlich teurer als die anderen sein. Wie zum Beispiel Vuitton, Gucci, Hermes. Etwas, was ganz entschieden die schicke Hausfrau von der gewöhnlichen Hausfrau unterscheidet. Ein Statussymbol, wie du ganz richtig gesagt hast. Entschuldige bitte die Störung. Ich wollte dir nur kurz Hallo sagen. Komm doch rein. Nein, ich muss gleich wieder weg. Ich habe das Auto vor der Einfahrt gebracht. Hallo, Chiara, wie geht's? Gut, danke. Signora Basile, Sie haben uns schon lange nicht mehr besucht. Kennst du schon Margarita Olja, unsere Neuerwerbung in der Agentur? Sehr erfreut. Das ist Chiara, meine Frau. Freut mich. Ich bring dich raus. Aber nein, das ist nicht nötig. Ihr seid gerade bei der Arbeit und ich habe euch schon unterbrochen. Aber Chiara, das macht doch nichts. Also dann? Auf Wiedersehen. Ciao. Bis bald mal wieder. Schön, elegant. Sie wäre das perfekte Model für die River-Werbung. Du hast mir nicht gesagt, dass deine neue Mitarbeiterin auch gut aussieht. Du hättest es ruhig beichten können, dass sie nicht nur gut arbeitet, sondern auch ein Model auf dem Titel der Vogue sein könnte. Ach, Chiara, hör auf mit dem Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch. Warum hast du nichts erzählt? Dachtest du, ich würde es nicht merken, hm? Sag mir wenigstens, sie ist so tüchtig, dass dir ihre Schönheit gar nicht aufgefallen ist. Arbeitet ihr gut zusammen? Sie ist besser als Juicy Lotze. Fahr nicht so schnell. Ich erwarte dich Freitag. Ist ja eine Ewigkeit. Ich bin's nicht gewöhnt, ohne dich zu sein. Nein, daran sollst du dich auch nicht gewöhnen. In den nächsten 2 Wochen ist das Haus perfekt. Bis Freitag. Ciao. Chiara, bitte pass auf dich auf, ja? Klar doch. Ciao. Ciao.
Joe! Marco! Deine Einladung hat mich überrascht. Und noch dazu in ein so teures Touristenlokal. Ich habe hier um 3 Uhr eine Verabredung mit denen von der Cartland. Was Wichtiges? Ja, ein ziemlich großer Auftrag für uns. Sie wollen mir Bescheid sagen, ob Sie mit meiner Werbekampagne für ein neues Waschmittel einverstanden sind. Du siehst ein wenig besorgt aus. Stimmt, aber nicht deshalb. Chiara? Die Herrschaften wünschen? Ja, ein Viertel Weißwein, bitte eiskalt und eine gemischte Fischvorspeise. Danach gegrilltes Gampi? Für mich das Gleiche, bitte. Kommt sofort. Danke. Also, was hast du auf dem Herzen? Wie soll ich dir das beschreiben? Sie hat zu mir gesagt, in 2 Wochen ist alles fertig. Inzwischen ist sie schon über 1 Monat in dem Haus. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht hätte sie die Klinik nicht verlassen dürfen. Meiner Meinung nach kann ihr nur eine fachgemäße therapeutische Behandlung helfen. Marco, sich selbst kurieren zu wollen, geht nur bei Verstopfung, Husten und Schnupfen. Glaubst du, sie hat wieder angefangen zu trinken? Oh nein. Da hat sie sich gefangen. Wenn wir zusammen sind, ist sie immer sehr ausgeglichen und ruhig. Nein. Schlaft ihr miteinander? Oh, entschuldige, dass ich das frage. Ja, aber wie soll ich das erklären? Es ist bestimmt nicht ihre Schuld, aber es ist nicht mehr so wie früher. Verstehst du, was ich meine? Da gibt's nichts mitzuverstehen. Das ist sicher sehr egoistisch. Aber ich mag nicht alleine schlafen und nicht alleine aufwachen. Oder nach Hause kommen und keiner ist da. Du musst doch sie verstehen. Chiara versucht's ja. Du kennst sie doch. Sie braucht nur ein wenig Zeit. Und die musst du ihr geben. Jetzt hör aber auf, Joe. Erst hast du gemeint, ich hätte nicht zulassen sollen, dass sie die Klinik verlässt. Und dann sagst du mir, ich soll ihr Zeit lassen. Du hast schon recht. Widersprüchlicher geht's nicht. Es ist leider nicht so einfach rauszukriegen, was richtig ist, besonders wenn es um jemanden geht, den man lieb hat. Stimmt, das ist nicht einfach. Hier sind die Antipasti und eine Karaffe Weißwein. Danke. Danke. Ober? Ja? Die Rechnung bitte. Sofort. Dr. Morelli? Ja? Ich hatte telefonisch um einen Termin gebeten. Bitte, kommen Sie rein. Danke. Wo bleibst du denn? Ja, ja, Gonzalo. Immer mit der Ruhe. Bea? Ja? Ist der Chef schon da? Ja, er ist gerade gekommen und auf dem Weg zu Ihnen. Danke. Wie war's? Seit wann rauchst du? Seitdem ich mich mit River beschäftige. Du weißt doch, so wie die Typen in den amerikanischen Filmen, wenn sie nervös sind. Entschuldige, voll lauter Aufregung rede ich Unsinn. Na und? Ach ja, Cartland. Sie sind von unserem Vorschlag total begeistert. Oh. Sie haben alles akzeptiert, bedingungslos. Ist nicht dein Ernst? Oh. Wir haben es geschafft, hm? Ja, und nicht nur das, Margarita. Hier habe ich einen Exklusivvertrag für die folgenden 2 Jahre. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich bin. Du bist aber auch ein Schuft. Erst so zu tun, als ob es schiefgegangen ist. Ich wäre beinahe gestorben. Du hast tolle Arbeit geleistet. Ich gratuliere. Prima, ich sage nicht nein. Hm? Wie bitte? Du willst mich doch bestimmt zum Abendessen einladen. Und weißt du schon, wohin? Chiara! Ich komme wohl gerade im ungünstigen Augenblick. Entschuldige bitte. Tut mir leid, ich habe gerade Besuch. Wenn du willst, komme ich später bei dir vorbei, ja? Nein, nicht nötig. Es ist wirklich nichts Wichtiges. Wir sehen uns morgen. Andrea, was ist denn los? Nichts. Ich komme schon. Ich komme. Hast du mir nicht erzählt, dass du in einer Mansarde wohnst? Ja, das war auch eine. Mit ein bisschen Fantasie und Engagement habe ich sie attraktiver gemacht.
Vielleicht magst du mit hochkommen und wir trinken noch ein Schlückchen. Nein. Nein, ich habe schon zu viel getrunken. Und auch zu viel geredet. Außerdem möchte ich früh aufstehen, um nicht in den Samstagsverkehr zu kommen. Wirst du deine Frau besuchen? Ja. Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Es war ein wunderschöner Abend, sehr lustig. Und das Essen lokulisch. Danke, Marco. Nein, ich habe mich bei dir zu bedanken. Gute Nacht. Bis Montag. In der Agentur. Okay, Chef. Hallo? Chiara. Na endlich. Ich habe schon versucht, dich zu Hause und im Auto anzurufen, aber du warst offenbar nicht da. Tut mir leid, ich war mit Kunden zum Abendessen. Eines dieser üblichen, langweiligen Arbeitsessen. Und du? Ich habe einige Zeitungsartikel gelesen, die mich interessierten. Stell dir vor, das Schlafzimmer ist fertig. Aber das andere dauert noch ein bisschen. Weißt du, die lassen sich hier alle furchtbar viel Zeit. Der Gärtner hat mir schon seit 2 Wochen versprochen, dass er kommen will, aber er tut's einfach nicht. Chiara, ich möchte, dass du nach Hause kommst. Bald, es dauert nicht mehr lang. Ich fühle mich wie ausgeschlossen. So können wir doch nicht weiterleben, du dort und ich hier. 5 Tage in der Woche, wir werden uns ja fremd. Aber so ist es doch nicht, zumindest nicht für mich. Wir können uns ja morgen darüber unterhalten. Nein, morgen schaffe ich es nicht zu kommen, hab zu viel Arbeit. Wie schade. Aber die Arbeit geht vor. Gut, Marco, wir werden dann nächste Woche darüber sprechen. Mach's gut, Chiara, gute Nacht. Schlaf gut, Marco. Vielleicht ist es blöd von mir. Aber ich erwartete ihren Protest, als ich ihr sagte, dass ich nicht komme. Aber nein, nichts. Als wäre es egal, ob sie mich sieht oder nicht. Nein, Marco, so ist das nicht. Ich glaube nicht, dass das gegen dich geht. In Wirklichkeit will sie niemanden sehen. Als wir noch Kinder waren, hat sie sich manchmal über die ganze Welt geärgert und am meisten über sich. Sie wollte nicht mal in den Spiegel schauen. Heute bin ich furchtbar hässlich, sagte sie und holte sich aus dem Kleiderschrank die unmöglichsten Sachen. Natürlich war das nur Koketterie. Chiara war ein sehr lustiges Kind. Aber heute ist es keine Koketterie mehr. Aber das bringt doch nichts, Joe. Vielleicht ja doch, Marco. Chiara sucht nach einem Weg, um aus ihrer Krise herauszukommen. Und sie will einfach nicht, dass sie irgendjemand dabei beobachtet. Weil es ihr eben manchmal besser geht, sie aber auch Rückfälle hat. Okay, schon gut, schon gut. Du hast recht. Ihr habt alle recht. Aber ich kann nicht schlafen, weil ich mir sehr große Sorgen mache. Und wie ich damit fertig werde, ist das allen scheißegal. Margarita, was machst du denn hier? Und du? Wolltest du nicht zu Chiara? Ja, aber es ist was dazwischen gekommen. Und ich habe den Schlüssel zu meiner Hütte am Meer oben im Büro liegen lassen. Wahrscheinlich warten meine Freunde schon auf mich. Ein echter Glückspilz. Das dachte ich mir schon, als ich dich kennenlernte. Sie ist sehr hübsch und wirkt sehr selbstsicher. Und darüber hinaus wird sie noch für meine Agentur arbeiten. Wirklich ein Glück. Danke. Entschuldige meine Neugierde, aber wie wärst du eigentlich ins Büro gekommen, wenn du mich nicht zufällig getroffen hättest? Ganz einfach. Ich hätte den Pförtner bestochen. Hm. Ich bin gleich wieder da. Klartext, dein Leben besteht aus Bestechungen. Ja, ich tue, was ich kann.
Ja, so ist das Leben. Ne? Ja. Wo steht dein Auto? Direkt da drüben. Ah. Gut. Also dann. Viel Vergnügen. Dir auch. Auf Wiedersehen. Ciao. Weißt du, dass mir die Männer, die so ganz allein in der ausgestorbenen Stadt zurückbleiben, immer leid tun? Schaffst du es denn wenigstens, dir was zu kochen? Tja, am besten kann ich aufwärmen. Weißt du, diese köstliche Lasagne, tiefgefroren aus dem Supermarkt. Ach, ist ja schrecklich. Ich pfeife auf das Meer. Und wenn du magst, mache ich uns zwei Rinderfilets mit einer wunderbaren Soße. Du bist sehr herzlich eingeladen. Aber deine Freunde warten doch. Ach, das sind sie schon von mir gewöhnt. Sie wissen, dass ich es mir manchmal anders überlege. Fahr mir nach. Das Essen fertig. Das hast du ja wirklich toll ausgebaut. Wohnungen einzurichten ist das aufregendste Hobby für mich. Ja, das finde Chiara auch. Sie richtet gerade voller Hingabe unser Haus am See ein. Und sie lässt sich sehr viel Zeit dafür. Man hat mir erzählt, deine Frau hatte einen schlimmen Nervenzusammenbruch. Vor einigen Monaten haben wir unser Kind verloren. Ach, wie furchtbar. Und wie alt war es? Es war noch gar nicht geboren. Sie hatte eine Fehlgeburt. Und deshalb ein Nervenzusammenbruch? Eine Fehlgeburt ist doch kein Drama. Nein, aber für sie war es das. Wir sind 9 Jahre verheiratet und immer noch keine Kinder. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Nein, ich sehne mich nicht nach der üblichen Mutterrolle. Und wenn ich ehrlich bin, will ich auch keine Kinder. Nicht, dass ich was gegen sie habe. Oh nein, die meisten Kinder mögen mich sogar sehr gern. Sie lächeln mich an und ich denke, sowas würde mir schon gefallen. Aber ich will keine. Warum machst du uns nicht ein bisschen Musik? Die Platten stehen doch. Willst du was Besonderes hören? Mozart. Wenn es dir recht ist. Chiaras Lieblingsmusik. Dann also kein Mozart. Mag deine Frau Jazz? Nein, überhaupt nicht. Gut, dann leg eine von den Platten da links auf. Das ist alles nur Jazz. Hm. Dir was anbieten? Vielleicht Whisky oder Wodka? Nein. Nein, danke. Hast du noch was vor? Nein, aber ich möchte dir nicht auch noch den Abend stehlen. Das Wochenende habe ich dir schon vermasselt. Du verderbst mir nur den Abend, wenn du gehst. Wie nett von dir. Sei doch nicht so fürchterlich formell, so zurückhaltend. Entspann dich. Nein. Ich muss jetzt wirklich gehen. Hast du Angst vor mir? Warum? Weil ich schon genug Probleme habe. Ich brauche nicht noch eins, Margarita. Es ist besser, wenn ich gehe. Es ist das erste Mal, dass ich einen Korb bekomme. Und das erste Mal, dass ich versuche, einen Mann zu verführen. Aber ich verstehe dich. Und ich schwöre dir, ich werde es nicht mehr tun. Bis Montag im Büro.
Karte, bitte. Entschuldige, bitte. Ich hätte so gern, dass es anders gewesen wäre, aber ich brauche noch etwas Zeit. Es ist nicht leicht für mich. Glaub mir. Ja, ich weiß. Vielleicht verlange ich zu viel auf einmal von dir. Ich sollte Geduld haben und warten, bis du es wirklich willst. Hab keine Angst. Du wirst sehen, es wird alles so wie früher. Das hoffe ich auch. Danke für alles, Doktor. Also, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Und versprechen Sie mir, sich genau an das zu halten, was ich gesagt habe. Das tue ich schon mir zuliebe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich habe einen neuen Ausbildungskrebs. Wie hast du das gemacht? Ich war als Erster am Boot und habe mir ohne beim Ausladen geholt. Dann helfe ich ihm heute Abend beim Netz. Das also wolltest du mir neulich sagen, als du mich quasi in flagranti erwischt hast. Es ist eine Mischung aus Glück und Angst. Und Marco darf nichts erfahren, weil es schief gehen könnte. Soll ich ihn noch mal enttäuschen? Dr. Morelli hat nur gesagt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Aber erst nach dem 4. Monat besteht überhaupt keine Gefahr mehr. Dann erst habe ich es geschafft, verstehst du? Aber wenn du Marco nicht sagst, könnte das nicht eure Beziehung eventuell gefährden? Nein, wenn er mich so lange nicht verlassen hat und er hätte Gründe genug gehabt, wird er es auch jetzt nicht tun. Und die paar Wochen, bis ich ganz sicher bin, werden wir auch noch überstehen. Ich finde, wir sollten das mit noch einem Eis feiern. Hm? Eine ausgesprochen gute Idee. Dann gehe ich es mal bestellen. Ich kann dann auch gleich kurz telefonieren. Hallo, guten Tag. Hier ist Andrea Onelli. Ich wollte mich nach den Ergebnissen erkundigen. Man hat mir gesagt, Sie würden heute vorliegen. Andrea Onelli. Ja. Ja, ich warte. Ja? Ja, Doktor, ich bin's. Wie sieht's aus? Ja, gut. Ist es so ernst, dass Sie es nicht am Telefon sagen können? Nein? Ich komme dann später vorbei. Vielen Dank. Wo waren wir stehen geblieben? Ne? Bei dem Eis, das du bestellen wolltest. Ach, ja. Ich bin so zerstreut wie Mammut. Signore? Ja, Angelica. Was machen Sie denn noch hier? Nun, Sie sind doch allein. Irgendjemand muss sich doch um Ihr Abendessen kümmern. Nett von Ihnen, aber jetzt müssen Sie gehen. Ihre Tochter wartet im Auto auf Sie. Wann kommt die Signora denn wieder? Weiß ich nicht. Aber es geht ihr doch gut, oder? Ja, ich glaube. Was können Sie da schon machen? Nichts. In dieser Situation müssen Sie Geduld haben. Ich kenne die Signora Chiara, na, sagen wir, seit ihrer Geburt. Sie hat einen sehr starken Charakter. Und Sie werden sehen, dass sie es schaffen wird. Sie müssen ihr etwas Zeit geben. Ich weiß, ohne die Signora fühlen Sie sich ziemlich verloren. Genau im Gegenteil zu meinem Mann. Wenn ich ihn allein lassen musste, um meine Mutter zu besuchen, sah es so aus, als hätte er im Lotto gewonnen. Angelica, Ihre Tochter wartet draußen im Auto immer noch auf Sie. Sicher gehe ich Ihnen mit meinem Geschwätz auf die Nerven. Wie kommen die denn hierher? Was? Die roten Rosen. Ah, die sind gerade gebracht worden. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie in eine Vase zu stellen. Der ist an Sie adressiert. Ich habe mich in dich verliebt. Kann ich was dafür? Soll ich hier drinnen decken, damit Sie fernsehen können? Nein, danke. Ich esse auswärts. Thank you.
Entschuldige bitte. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich eigentlich auch nicht. Aber jetzt bin ich hier. Komm. Margarita, ich wollte dir sagen, dass wir... Warte, ich fühle mich wie eine... Ja, ich weiß. Ich möchte nicht, dass du denkst, dass ich vielleicht nur... Nein, in diesem Augenblick will ich überhaupt nichts mehr denken. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, ich... Denk jetzt nicht so viel, ja. Signore, sind Sie's? Nicht doch. Was machen Sie denn da? Dachten Sie wirklich, ich würde nicht merken, dass Sie schon seit Tagen nicht mehr in Ihrem Bett schlafen? Ich hab sie wirklich gern und ich verstehe sie auch, aber ich mag auch die Signora und kann nichts so tun, als ob nichts wäre. Angelica, ich möchte Sie bitten, nichts... Seien Sie unbesorgt, ich werde nichts verraten. Aber solange die Signora nicht wieder zurück ist, werde ich hier nicht mehr arbeiten. Gar nicht so schlecht. Gefällt es Ihnen? Was sagst du? Sie haben originelle Einfälle und eine sichere Hand. Ist das auch deine Meinung, Richie? Endlich mal ein frischer Wind. Alle Achtung. Obwohl den meisten Kunden etwas Banaleres lieber ist. Also Kinder, wenn ihr einverstanden seid, biete ich euch einen Exklusivvertrag für ein Jahr an. Echt? Wow! Wir haben es geschafft! Sie haben einen großartigen Fang gemacht. Dasselbe habe ich auch gesagt, als ich die Prüfung bei diesem Signore bestanden hatte. So, und jetzt geht ihr zu Coletti, um das Finanzielle zu erledigen. Und da wird euch gleich die gute Laune vergehen. Danke, ich freue mich riesig. Wir haben es geschafft. Stell dir vor, ich gratuliere euch. Ach, wo finden wir Coletti? Am Ende des Flurs, links. Danke. Wir haben es geschafft. Komm schnell. Ich glaube, da haben wir einen guten Griff getan. Ja. Wir werden alle Mühe haben, sie zu bändigen. Marco. Ciao. Guten Tag. Guten Tag. Grüß dich, Yara. Bea hat mir gesagt, dass die Besprechung zu Ende ist. Ja, wir sind gerade fertig. Hm? So eine Überraschung. Was treibt dich denn her? Na, wie heißt es doch so schön, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann...
Ich weiß, du hast viel Arbeit, aber 2 Wochen ohne dich sind nicht auszuhalten. Es ist gleich 1. Wollen wir zusammen essen gehen? Das finde ich ganz prima. Eine wirklich fabelhafte Idee. Ich hoffe, du führst uns nicht in das übliche Lokal. Und was ist mit dir? Oh, weißt du, ich kann eigentlich nicht weg. Ich habe noch einen Termin mit den Haferflockentypen vorzubereiten. Ach was, stell dich nicht so an. Komm mit. Na, mach schon. Überredet. Bin gleich fertig. Na los, beeil dich. Ich war in allen Geschäften, aber das Richtige habe ich noch nicht gefunden. Im Wohnzimmer soll alles schlicht, gemütlich und ganz ohne Firlefanz sein. Die schlichten Sachen ohne Firlefanz sind meistens am teuersten. Wissen Sie, dass Sie fabelhaft aussehen? In Bestform, würde ich sagen. Ihre Augen strahlen, als hätten Sie ein wunderbares Geheimnis entdeckt. Die Geheimnisse des Sees. Die tiefen, verzauberten Wasser. Aber du siehst sehr abgespannt aus, wie jemand, der zu viel arbeitet und zu wenig schläft. Tja, man sieht, dass er sich die Nächte um die Ohren schlägt. Und das passiert eben, wenn Ehemänner alleingelassen werden. Ich weiß, aber das Haus ist ja bald fertig und dann bin ich wieder in Rom. Und werde genau aufpassen, dass er mit seinen Kräften haushält. Gibst du mir bitte Feuer? Danke. Sie rauchen zu viel. Nicht immer, mal so, wie mir zumute ist. Werden Sie mich mal einladen, wenn das Haus eingerichtet ist? Ich liebe Seen. Aber selbstverständlich. Ja, wenn ich soweit bin, darfst du kommen und gucken. Aber sicher freue ich mich über deine Ratschläge. Mama! Nein, heute Abend geht's leider nicht. Wir sind schon verabredet. Ich muss mich jetzt beeilen, ja? Nein, versteh doch, ich bin noch nicht angezogen. Aber natürlich, in Ordnung. Ich rufe dich an, bevor ich fahre. Ciao. Ciao, Mama, ciao. Ich bin gleich soweit. Geh doch bitte ran. Wahrscheinlich ist das nochmal Mama. Sie hat sicher wie immer irgendwas vergessen. Hallo? Ach, Sie sind's. Mit Ihrem Anruf habe ich nicht gerechnet. Wie kannst du es wagen, hier anzurufen? Chiara ist doch da. Nein, ganz unmöglich, Margarete. Was soll ich mir denn einfallen lassen, um kommen zu können? Beruhige dich. Du stirbst nicht gleich, wenn du mich nicht siehst. Das ist doch Quatsch. Du willst Chiara nur eins auswischen. Sei doch jetzt vernünftig. Ich erwarte dich. Soll ich das anziehen? Was meinst du? Ist irgendwas passiert? Wir können nicht weggehen. Ein Kunde, der abreist, hat angerufen. Er will mich noch vorher sehen, sonst bricht die Welt zusammen. Und dann braucht er wieder ein halbes Jahr, um sich zu entscheiden. Ich habe mich so darauf gefreut. Den Kopf auslüften, wie du sagst. Aber das macht nichts, dann eben ein anderes Mal. Weißt du, was ich stattdessen mache? Ich werde die Mama besuchen. Sie wird sich wahnsinnig freuen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dich von da abzuholen. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, bei diesen Kunden weiß man doch nie, wann man sie wieder los wird. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dich von deiner Mutter abzuholen. Mach dir keine Sorgen, das ist nicht schlimm. Nun, beeil dich, aber sonst ist er noch beleidigt. Es sieht aber verdammt so aus, als ob du mir nur Theater vorgemacht hättest. Ich war eifersüchtig. Du hattest ja nur noch Augen für sie. Sie ist meine Frau. Was fällt dir jetzt erst ein? Entschuldige. Das war eben sehr dumm von mir. Und ich hätte dich auch nicht anrufen dürfen. Aber ich konnte mich nicht beherrschen. Das wird nicht mehr vorkommen. Nein, das wird nicht mehr vorkommen. In deinem Interesse, in Chiaras und auch in meinem. Was heißt das? Ich verstehe dich nicht. Ich meine damit, dass diese Geschichte beendet ist, Margarita. Warum denn? Ich habe dir doch gesagt, dass das dumm war, nicht mehr vorkommt. Wir waren uns doch darüber im Klaren, dass Chiara irgendwann zurückkommen wird. Marco, wir müssen das nur besser arrangieren. Und wie stellst du dir das vor? Sollen wir hier in der Mittagspause miteinander schlafen? Soll ich vielleicht irgendwelche Ausreden erfinden?
Kunden, auswärtige Konferenzen. Ach, solche Probleme haben viele. Nein, Margarita. Nein, das werde ich Chiara nicht antun. Das hat sie nicht verdient. Darüber hättest du auch früher nachdenken können. Du hast recht. Sowas hat Chiara nicht verdient. Bei mir darf man ruhig wehtun. Ich fühle mich so erbärmlich allein gelassen. So als ob jemand gestorben wäre. Tut mir leid. Ach, du bist schon da? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ging aber schnell. Ich habe den Eindruck, dass es nicht sehr erfreulich war. Nein, wir sind nicht einig geworden. Mama und Joe lassen dich sehr herzlich grüßen. Du hast dich gar nicht bei ihnen sehen lassen. Sehen lassen? Ich habe ja nicht mal Zeit gehabt, dich zu besuchen. Reg dich doch nicht gleich auf. Das war so dahingesagt. Was siehst du dir denn da an? Einen Film. Ist der gut? Keine Ahnung. Chiara, du hast versprochen, dort nur noch ein paar Tage zu bleiben. Wie viele? Nicht sehr lange, ich schwör's dir. Ich liebe dich. Ich dich auch. Es ist so. Ach komm, Chiara, du irrst dich bestimmt. Nein, ich irre mich nicht. Marco schien mir irgendwie verstört, als ob er ein schlechtes Gewissen hätte. Und sie zuckersüß, gibst du mir bitte Feuer? Hätte bloß noch Schatz gefehlt. Hör zu, das ist doch ein bisschen deine Schuld. Sie hat die Zeit ausgenutzt und dann... Sie weiß genau, was sie will und wie sie es kriegen kann. Mir wird ganz anders, wenn ich mir die beiden zusammen vorstelle. Chiara, sei doch vernünftig. Ich weiß, das sagt man so leicht, aber im Grunde genommen wäre es doch nur ein Seitensprung. Und ich wäre ja nicht die erste Ehefrau, die die Augen zudrückt. Und sie tut, als wäre nichts, hm? Chiara, ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco eure Ehe gefährdet. Und besonders jetzt nicht, wo du ein Kind von ihm erwartest. Der Haken dabei ist nur, dass er nichts davon weiß. Hm. Vielleicht solltest du es ihm endlich sagen, Chiara. Nein, das wäre nicht gut. Ich hätte das Gefühl, ich würde ihn mit dem Kind erpressen. Bitte entschuldige, aber du hast bald so einen großen Bauch. Glaubst du etwa, er sieht das nicht? Hä? Dann habe ich auch keine Angst mehr, das Kind zu verlieren. Das ist dann eine andere Situation. Und ich kann mich leider immer nur mit einem Problem auseinandersetzen. Was hat Ursi gesagt? Dass alles in Ordnung ist. Aber er hat mir ans Herz gelegt, keinen Stress, keine Aufregung, absolute Ruhe. Tja, dann liegst du ja genau richtig, würde ich sagen. Wie sagt der Mammut, wenn er Lollis an die Kinder verkaufen will, die leider überhaupt nie Geld bei sich haben? Aha. Diesmal lasse ich mich von meinen Gefühlen nicht reinlegen. Mhm. Genau. Was für ein anstrengender Tag. Ich gehe dann, einverstanden? Bis morgen. Ist noch irgendwer da? Ja, die Orlean und Richie sind noch da. Wiedersehen, bis morgen. Bis morgen, schönen Abend. Entschuldigung, ich dachte, es sei niemand mehr da. Ich hab doch gesagt, dass du nicht so laut sein sollst. Macht nichts. Hey. Komm, gehen wir.
Andrea, ich bin's. Ich habe bei Dr. Morelli angerufen, aber es nimmt keiner ab. Gottes Willen, Chiara, was ist passiert? Es geht mir schlecht. Ich brauche Hilfe. Such du ihn bitte. Es geht mir schlecht. Gut, ich beeile mich. Ich bin schon unterwegs. Ich komme sofort. Massimo, hast du Dr. Morelli gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Vielleicht findest du ihn bei seiner Schwester. Und? Was hat sie gesagt? Nichts, nichts. Sie konnte kaum reden. Los, beeilen wir uns. Schnell. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Und hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Los. Gestern Abend konnte ich nicht einschlafen und nahm eine halbe Schlaftablette. Vielleicht ist sie mir nicht bekommen. Psst. Bitte freimachen. Es ist alles in Ordnung. Aber nehmen Sie in Zukunft bloß keine Schlafmittel mehr oder ähnliches Zeug. Und vor allem absolute Ruhe. Sie sollten auch so viel liegen wie möglich. Keine körperliche Anstrengung und wie gesagt, Ruhe. Sie brauchen jemanden, der sich um Sie kümmert. Das mache ich. Wunderbar. Ich werde auch jeden Tag vorbeischauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Doktor. Ich komme gleich wieder. Ich bringe den Doktor nur zur Tür, okay? Du bist ein Engel. Denk an den Spruch von Mahmud. Lass dich niemals von deinen Gefühlen reinlegen, hm? Doktor! Doktor, sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, aber sie muss sich genau an das halten, was ich ihr gesagt habe. Passen Sie auf sie auf. Darauf können Sie sich verlassen. Sollte irgendetwas sein, rufe ich es in der Praxis. Ja, machen Sie das. Sie können mich auch jederzeit zu Hause anrufen. Und nun hör zu. Ab jetzt wird dein Schutzengel sehr streng mit dir sein und gut auf dich aufpassen. Was hat Morelli gesagt? In welcher Hinsicht? Du hast dich doch sicher erkundigt, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ich kenne dich doch in- und auswendig. Lüg mich ja nicht an. Dir entgeht gar nichts, hm?
Nun und? Ich habe ihn tatsächlich gefragt. Und er hat wiederholt, was er dir versichert hat. Dann kann ich also ruhig sein. Du musst ruhig sein. Du würdest mich doch nie belügen, oder? Nein, niemals. Mit 15% für unvorhergesehene Kosten sind wir immer noch im Budget. Okay, du kannst mit den Vorbereitungen beginnen. In einer Woche setzen wir uns dann zum Planning zusammen. Vergiss nicht, ich bin bis Mittwoch in Paris. Ja. Darf ich einen Augenblick stören? Ganz prima, leg los. Ich habe mir den Rohschnitt angesehen und bin der Meinung, wir sollten ein paar Szenen ändern. Der Kernteil des Spots ist zu breit und einfallslos gemacht. Den sollten wir nochmal drehen. Und wie stellst du dir das vor? Nun, für die neuen Drehtage würden wir zusätzliche Gelder in Höhe von ungefähr 20 Millionen Lire benötigen. Das ist im Vertrag mit der Antigua noch drin. Gut, du hast mein Okay. Du machst ganz den Eindruck, als ob du sehr ruhig schläfst. Das freut mich für dich. Ach, wirklich? Von dir kann ich das nicht behaupten. Du hast dich ja sehr schnell getröstet. Als Nonne wäre ich dir wohl lieber. Ich bin ein richtiger Idiot. Ciao, ich bin's, Andrea. Ciao. Wo warst du denn? Hier im Bett. Und warum hast du so lange gebraucht, bis du rangegangen bist? Aber es hat doch nur dreimal geläutet. Ich habe nur noch schnell einen Absatz zu Ende gelesen. Pass bloß auf, wenn ich komme, wird kontrolliert. Dann musst du mir detailliert schildern, was du gelesen hast. Wart mal einen Moment. Zu Marco kommt. Ich möchte nicht, dass er mich im Bett vorfindet, sonst schöpft er vielleicht noch Verdacht. Sei aber vorsichtig. Denk daran, was Dr. Morelli gesagt hat. Natürlich, mach dir keine Sorgen. Ciao. Chiara! 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 Chiara, bist du da? Chiara! Marco, was für eine Überraschung. Na, endlich. Ich habe lange nach dir gerufen. Ich war im Bad und habe dich nicht gehört. Ich wollte mich gerade anziehen zum Weggehen. Wir gehen wohin? Was zum Essen einkaufen. Aber es ist 14:45. Alle Geschäfte haben doch jetzt zu. Schon nach zwei? Wie kommt denn das? Ich verstehe das alles nicht. Wann bist du heute aufgestanden? Heute, leider sehr spät. Und warum? Machst du das oft? Nein, aber diese Nacht habe ich schlecht geschlafen und... Du hast schlecht geschlafen? Aber mehr Ruhe als hier kann man doch gar nicht haben. Ich dachte, du wärst hier mit einem Haufen Schreiner und Maler zugegangen. Schreiner ist nicht gekommen, er hat leider abgesagt. Du hast gesagt, dass du der Sache nur noch den letzten Schliff geben willst. Aber jetzt sehe ich, dass du nichts gemacht hast. Ach, hör doch auf. In Wirklichkeit benutzt du dieses Haus nur als Vorwand. Es interessiert dich überhaupt nicht. So wie ich dich nicht interessiere. Was machst du da? Du kommst mit mir nach Hause. Lass das, ich bin kein kleines Mädchen mehr. Wenn ich die ganze Zeit hier geblieben bin, wird das sicher seinen Grund haben. Oder denkst du, ich hab sie nicht mehr? Nein, ich denke überhaupt nicht mehr. Aber ich werde dich nicht nochmal holen kommen. Das ist auch vollkommen unnötig. Wenn es soweit ist, komme ich von allein. Wie du meinst. Na gut, ich habe verstanden. Mach, was du willst, ich komme nicht wieder. Musik.
Marco, bist du allein? Ich will nicht stören. Professor Ossi? Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mich von ganzem Herzen für Sie freue. Reicht das? Ja, vollkommen. Besteht kein Risiko mehr? Muss ich mich nicht vorsehen? Nein, aber ich muss Sie loben. Das Beste, was Sie tun konnten, war einen Monat lang still zu liegen. Und jetzt sind die üblichen Kontrolluntersuchungen absolut ausreichend. Wieso ist denn niemand da? Coletti, ist Bea zufällig bei dir? Ach ja, stimmt ja. Nein, nein, ist schon gut, mache ich selbst. Marco? Ich muss dich sprechen. Mhm. Ich kündige. Wieso? Weil ich ein Kind kriege und beschlossen habe, abzutreiben. Und ich weiß nicht, ob ich dich dann noch sehen und hier weiterarbeiten kann. Entschuldige bitte, aber das hast du doch eben bestimmt nicht ernst gemeint. Dass du kündigen willst, dass du abtreiben willst, das ist doch alles Unsinn. Ich sag dir was anderes. Ab heute gehören wir beide zusammen. Ich habe mir schon immer ein Kind gewünscht. Aber ich will kein Kind haben. Allein schon der Gedanke macht mir Angst. Ich fühle mich wie in einer Falle. Und du wärst auch nicht glücklich dabei. Ich hätte einen Mann an meiner Seite, der irgendwie seine Pflicht erfüllt, aber mit seinem Leben nicht zufrieden ist. Wollen wir denn sowas, Marco? Nein, natürlich nicht. Aber das liegt doch alles in unserer Hand. Jetzt mach dir erstmal klar, dass du die Verantwortung nicht mehr allein trägst. Von jetzt an kannst du dich ganz auf mich verlassen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Du verbringst jetzt zwar deine Nächte bei mir, weil deine Frau im Augenblick nichts von dir wissen will, aber das besagt doch nichts. Du bist ein verheirateter Mann. Und ich habe nicht die Absicht, eine alleinstehende Mutter zu werden. Ich rede mit Chiara, dass ich mit dir leben will. Du wirst mit dem Kind meine Familie sein. Das wirst du nie tun, Marco. Doch, das werde ich tun. Meine Ehe ist gescheitert, Margarita. Wir müssen uns nur beide ehrlich dazu bekennen. Und je eher das geschieht, umso besser ist es auch für Chiara. Nein, das glaube ich dir nicht. Außerdem habe ich mich schon entschieden. Ich muss in einer Stunde in der Klinik sein. Margarita, das machst du nicht! Lass mich sofort los! Nein! Nein, das werde ich nicht zulassen. Und wenn ich dich dazu zwingen muss... Lass mich los, du tust mir weh. Lass mich los! Hör zu, Marco. Und überleg dir gut, was du darauf antwortest. Wenn du willst, werde ich dieses Kind behalten. Weil ich dich liebe. Und weil du der einzige Mensch bist, mit dem ich mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Aber leider bin ich sehr eifersüchtig und besitzergreifend. Und wenn du dich für uns entscheidest, ist Schluss mit den Halbheiten, den Kompromissen und mit dem Mitleid für die arme, verlassene Ehefrau. Wenn du mich also willst, musst du dich sofort trennen und es ihr sofort sagen. Dann gibt es nur noch uns zwei. Dich und mich. Und unser Kind. Und unser Kind. Ich möchte diese rosafarbenen. Verpacken Sie sie mir als Geschenk? Ja, gerne. Gehen Sie schon zur Kasse, während ich es zurechtmache. Liebling. Chiara, was machst du denn hier? Ich habe dich schon so gegen 7 im Büro angerufen. Ich hoffte, du wärst da, aber es meldete sich nur der Anrufbeantworter. Ich wollte dich bitten, bald nach Hause zu kommen. Ich habe ein Geschenk für dich. Chiara, ich habe dir etwas zu sagen.
Auch ich habe dir etwas zu sagen. Ich glaube, meins ist wichtiger. Was hast du mir denn zu sagen? Chiara, wir müssen uns trennen. Trennen? Ja. Ich verstehe nicht. Weil ich eine Beziehung zu einer anderen Frau habe. Margarete Orlean. Ich hielt das für vorübergehend. Sieh mich an. Du sprichst von ihr? Ja. Ja, ich rede von ihr. Ich habe mich dagegen gewehrt, aber ich habe mich in sie verliebt. Das kann doch nicht sein, Marco. Das gibt es nicht. Ich träume. Das ist doch nur passiert, weil ich zu lange in dem Haus war, weil du dich nur einsam gefühlt hast. Aber es wird alles wieder wie früher, oder? Pass auf, es ist ein Geschenk für dich. Ich hab dir noch nicht alles gesagt. Margarita erwartet ein Kind. Von mir. Und ich will, dass sie es behält. Chiara, beruhige dich doch! Beruhige dich! Komm schnell und hol mich. Marco bekommt ein Kind von einer anderen Frau. Ich will ganz schnell nach Hause. Stop.